2020 ist für mich ein gutes und ein schlechtes Jahr. Ein gutes, weil ich da quasi meinen Abschluss machen konnte und trotz all dem auch meine Ausbildung anfangen konnte und mich quasi damit auch so ein bisschen selbst gefunden habe. Ein schlechtes Jahr, weil, ja, wegen Corona, weil es einfach, es war halt schon ziemlich viel Angst da. Für mich hat das alles schon im Februar angefangen. Mein ganzes Leben war einfach hier zu Hause. Wir waren wirklich nur wir vier und das über Monate. Ich hatte extreme Angst. Ich habe wirklich also auch beim Einkaufen nicht mehr geholfen auszuräumen, weil es könnte ja doch jemand das angefasst haben, das ich vorher in die Hände genießt hat. Bei der Familie von der Nele war es so, sie hatten Angst, dass eventuell wichtige Medikamente nicht mehr vorrätig sind. Inzwischen stellen wir fest, dass so gut wie alle Medikamente nach wie vor sehr gut lieferfähig sind, mit wenigen Ausnahmen. 2020 war für mich ein Jahr mit vielen Höhen und Tiefen und ein riesen Gefühlschaos, weil ich mit meiner Vorgeschichte eben auch zur Gruppe der Risikopatienten gehöre. Meine Wege, die ich erledige seit Corona im Alltag, dauern oft länger, weil ich dann eben doch aus dem Weg gehe, zwischen parkende Autos oder so trete, um Leuten aus dem Weg zu gehen. Also 2020 ist für mich ein Jahr zum Vergessen und ich hoffe einfach, dass das nächste Jahr deutlich besser wird. Eigentlich war alles wie immer, bis auf einmal mein rechtes Knie ganz sehr angefangen hat, weh zu tun. Und ja, dann bin ich in 5 Monaten dreimal operiert worden. Ich konnte nichts mehr selber machen. Ich saß, wo ich saß. Ich konnte mir nichts zu essen selber machen, weil ich durfte ja nicht stehen. Also die Apotheke war in der Zeit natürlich ein ganz wichtiger Bestandteil, weil gerade auch durch die ganze Situation mit Corona und weil ich ja selber das Haus nicht verlassen konnte, war es natürlich sehr praktisch, dass einfach der Bote gekommen ist. Sehr unkompliziert. Zu den Risikopatienten zählen insbesondere Diabetiker, Rheumapatienten und Voroperation, Nachoperation die Patienten. Und die haben einfach Angst, dass sie sich infizieren, bleiben dann eher zu Hause. Und für die sind wir da und liefern die Arzneimittel einfach nach Hause. Also, dass ich mit Diabetes zu einer Risikogruppe gehöre, war mir von Anfang an mir jetzt persönlich nicht so bewusst. Ich habe mich am Anfang genau an die Standardregeln gehalten, wie jeder andere hoffentlich auch. Ich habe mich da jetzt trotzdem aber eigentlich nicht so gefühlt, als ob ich da jetzt zugehöre. Das kam eigentlich eher durch meine Familie, die mich dann sehr vehement darauf hingewiesen hat, dass ich da zugehöre und auf jeden Fall vorsichtiger sein sollte, ja. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich mit Angst durch die Gegend renne. Nee, das nicht. Also mich jetzt aufgrund von Corona irgendwie von der Arbeit eigenständig auszuschließen, kam für mich nie in Frage. Nee, m-m. Weil das ist mein Job, ich bin Krankenschwester. Sich dann da irgendwie in Notsituationen rauszuziehen, wo aber ja auch gerade diese Leute gebraucht werden, das war zu keinem Zeitpunkt irgendeine Option für mich. Auf keinen Fall, nein. Man hat halt gelernt, damit zu leben irgendwie. Also deswegen war das jetzt nicht mehr so schlimm wie am Anfang. Man hat sich halt dran gewöhnt sozusagen. Ansonsten kann eigentlich alles so bleiben, wie es ist, außer das mit Corona halt.
Bei der Familie von der Nele war es so, sie hatten Angst, dass eventuell wichtige Medikamente nicht mehr vorrätig sind. Inzwischen stellen wir fest, dass so gut wie alle Medikamente nach wie vor sehr gut lieferfähig sind, mit wenigen Ausnahmen. 2020 war für mich ein Jahr mit vielen Höhen und Tiefen und ein riesen Gefühlschaos, weil ich mit meiner Vorgeschichte eben auch zur Gruppe der Risikopatienten gehöre. Meine Wege, die ich erledige seit Corona im Alltag, dauern oft länger, weil ich dann eben doch aus dem Weg gehe, zwischen parkende Autos oder so trete, um Leuten aus dem Weg zu gehen. Also 2020 ist für mich ein Jahr zum Vergessen und ich hoffe einfach, dass das nächste Jahr deutlich besser wird. Eigentlich war alles wie immer, bis auf einmal mein rechtes Knie ganz sehr angefangen hat, weh zu tun. Und ja, dann bin ich in 5 Monaten 3-mal operiert worden. Ich konnte nichts mehr selber machen. Ich saß, wo ich saß. Ich konnte mir nichts zu essen selber machen, weil ich durfte ja nicht stehen. Also die Apotheke war in der Zeit natürlich ein ganz wichtiger Bestandteil, weil gerade auch durch die ganze Situation mit Corona und weil ich ja selber das Haus nicht verlassen konnte, war es natürlich sehr praktisch, dass einfach der Bote gekommen ist. Sehr unkompliziert. Zu den Risikopatienten zählen insbesondere Diabetiker, Rheumapatienten und vor Operation, nach Operation die Patienten. Und die haben einfach Angst, dass sie sich infizieren, bleiben dann eher zu Hause. Und für die sind wir da und liefern die Arzneimittel einfach nach Hause. Also, dass ich mit Diabetes zu einer Risikogruppe gehöre, war mir von Anfang an mir jetzt persönlich nicht so bewusst. Ich habe mich am Anfang genau an die Standardregeln gehalten, wie jeder andere hoffentlich auch. Ich habe mich da jetzt trotzdem aber eigentlich nicht so gefühlt, als ob ich da jetzt zugehöre. Das kam eigentlich eher durch meine Familie, die mich dann sehr vehement darauf hingewiesen hat, dass ich da zugehöre und auf jeden Fall vorsichtiger sein sollte, ja. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich mit Angst durch die Gegend renne, nee, das nicht. Mich jetzt aufgrund von Corona irgendwie von der Arbeit eigenständig auszuschließen, kam für mich nie in Frage. Nee, weil das ist mein Job, ich bin Krankenschwester. Sich dann da irgendwie in Notsituationen rauszuziehen, wo aber ja auch gerade diese Leute gebraucht werden, das war zu keinem Zeitpunkt irgendeine Option für mich. Auf keinen Fall, nein. "2020 ist für mich ein gutes und ein schlechtes Jahr. Ein gutes, weil ich da quasi meinen Abschluss machen konnte und trotz all dem auch meine Ausbildung anfangen konnte und mich quasi damit auch so ein bisschen selbst gefunden habe. Ein schlechtes Jahr, weil, ja, wegen Corona, weil es einfach, es war halt schon ziemlich viel Angst da. Für mich hat das alles schon im Februar angefangen. Mein ganzes Leben war einfach hier zu Hause. Wir waren wirklich nur wir vier und das über Monate. Ich hatte extreme Angst. Ich habe wirklich also auch beim Einkaufen nicht mehr geholfen auszuräumen, weil es könnte ja doch jemand das angefasst haben, das ich vorher in die Hände genießt habe. Bei der Familie von der Nele war es so, sie hatten Angst, dass eventuell wichtige Medikamente nicht mehr vorrätig sind. Inzwischen stellen wir fest, dass so gut wie alle Medikamente nach wie vor sehr gut lieferfähig sind, mit wenigen Ausnahmen. 2020 war für mich ein Jahr mit vielen Höhen und Tiefen und ein riesen Gefühlschaos, weil ich mit meiner Vorgeschichte eben auch zur Gruppe der Risikopatienten gehöre. Meine Wege, die ich erledige seit Corona im Alltag, dauern oft länger, weil ich dann eben doch aus dem Weg gehe, zwischen parkende Autos oder so trete, um Leuten aus dem Weg zu gehen.
Zu den Risikopatienten zählen insbesondere Diabetiker, Rheumapatienten und vor Operation, nach Operation die Patienten. Und die haben einfach Angst, dass sie sich infizieren, bleiben dann eher zu Hause. Und für die sind wir da und liefern die Arzneimittel einfach nach Hause. Also, dass ich mit Diabetes zu einer Risikogruppe gehöre, war mir von Anfang an mir jetzt persönlich nicht so bewusst. Ich habe mich am Anfang genau an die Standardregeln gehalten, wie jeder andere hoffentlich auch. Ich habe mich da jetzt trotzdem aber eigentlich nicht so gefühlt, als ob ich da jetzt zugehöre. Das kam eigentlich eher durch meine Familie, die mich dann sehr vehement darauf hingewiesen hat, dass ich da zugehöre und auf jeden Fall vorsichtiger sein sollte, ja. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich mit Angst durch die Gegend renne, nee, das nicht. Also mich jetzt aufgrund von Corona irgendwie von der Arbeit eigenständig auszuschließen, kam für mich nie in Frage, nee. Weil das ist mein Job, ich bin Krankenschwester. Sich dann da irgendwie in Notsituationen rauszuziehen, wo aber ja auch gerade diese Leute gebraucht werden, das war zu keinem Zeitpunkt irgendeine Option für mich. Auf keinen Fall, nein. Man hat halt gelernt, damit zu leben irgendwie. Also deswegen war das jetzt nicht mehr so schlimm wie am Anfang. Man hat sich halt dran gewöhnt sozusagen. Ansonsten kann eigentlich alles so bleiben, wie es ist, außer dass mit Corona halt. Heißt. 2020 ist für mich ein gutes und ein schlechtes Jahr. Ein gutes, weil ich da quasi meinen Abschluss machen konnte und trotz all dem auch meine Ausbildung anfangen konnte und mich quasi damit auch so ein bisschen selbst gefunden habe. Ein schlechtes Jahr, weil, ja, wegen Corona, weil es einfach, es war halt schon ziemlich viel Angst da. Für mich hat das alles schon im Februar angefangen. Mein ganzes Leben war einfach hier zu Hause. Wir waren wirklich nur wir vier und das über Monate. Ich hatte extreme Angst. Ich habe wirklich also auch beim Einkaufen nicht mehr geholfen auszuräumen, weil es könnte ja doch jemand das angefasst haben, das ich vorher in die Hände genießt habe. Bei der Familie von der Nele war es so, sie hatten Angst, dass eventuell wichtige Medikamente nicht mehr vorrätig sind. Inzwischen stellen wir fest, dass so gut wie alle Medikamente nach wie vor sehr gut lieferfähig sind, mit wenigen Ausnahmen. Ciao. 2020 war für mich ein Jahr mit vielen Höhen und Tiefen und ein riesen Gefühlschaos, weil ich mit meiner Vorgeschichte eben auch zur Gruppe der Risikopatienten gehöre. Meine Wege, die ich erledige seit Corona im Alltag, dauern oft länger, weil ich dann eben doch aus dem Weg gehe, zwischen parkende Autos oder so trete, um Leuten aus dem Weg zu gehen. Also 2020 ist für mich ein Jahr zum Vergessen und ich hoffe einfach, dass das nächste Jahr deutlich besser wird. Eigentlich war alles wie immer, bis auf einmal mein rechtes Knie ganz sehr angefangen hat weh zu tun. Und ja, dann bin ich in 5 Monaten 3-mal operiert worden. Ich konnte nichts mehr selber machen. Ich saß, wo ich saß. Ich konnte mir nichts zu essen selber machen, weil ich durfte ja nicht stehen. Also die Apotheke war in der Zeit natürlich ein ganz wichtiger Bestandteil, weil gerade auch durch die ganze Situation mit Corona und weil ich ja selber das Haus nicht verlassen konnte, war es natürlich sehr praktisch, dass einfach der Bote gekommen ist. Sehr unkompliziert. Zu den Risikopatienten zählen insbesondere Diabetiker, Rheumapatienten und vor Operation, nach Operation die Patienten. Und die haben einfach Angst, dass sie sich infizieren, bleiben dann eher zu Hause. Und für die sind wir da und liefern die Arzneimittel einfach nach Hause.
man hat halt gelernt, damit zu leben irgendwie. Also deswegen war das jetzt nicht mehr so schlimm wie am Anfang. Man hat sich ja dran gewöhnt sozusagen. Ansonsten kann eigentlich alles so bleiben, wie es ist, außer dass mit Corona halt.